Ja, guten Abend, liebe Journalisten. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem 34. Spieltag, in dem der HSV vor 57.000 Zuschauern mit 2:1 gegen Gladbach gewinnen konnte, aber aufgrund des anderen Ergebnisses aus der ersten Fußball-Bundesliga abgestiegen ist. Ich begrüße bei mir die beiden Cheftrainer, Dieter Hecking und Christian Tietz, und bitte den Gästetrainer um seine Einschätzung zum heutigen Spiel. Ja, aus meiner Sicht wussten wir, dass es heute sicherlich keine leichte Aufgabe für uns wird. Hatte mir natürlich trotzdem gerade auch die Anfangsphase anders vorgestellt. Vielen Dank dafür. Zu passiv. Christian, darf ich dich um deine Einschätzung zum heutigen Geschehen bitten? Ja, ich finde auch, dass wir das Spiel heute verdient gewonnen haben. Dass ich Trauer als falsches Wort bezeichnen würde, aber Enttäuschung, muss ich sagen. Enttäuscht bin ich schon. Danke, Christian. Dann machen wir den Anfang. Ja, da hinten, bitte. Hi, hier ist Luca. Na, wie geht's? Du, ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Kannst du mir sagen, was 3 geteilt durch 0 ist? Ich habe die Frage heute schon öfter gestellt bekommen. Sie können, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, dass ich jetzt so direkt nach dem Spiel Alter, und schläfe auch von den Eindrücken noch. Weil, wenn ich Ihnen eins sagen kann, wir haben wirklich daran geglaubt. Wir haben daran geglaubt, dass wir heute das Spiel gewinnen können. Wir haben daran geglaubt, dass wir mit einem positiven Ergebnis am Anfangsplatz für uns in die Relegation einziehen können. Und ich bin jetzt auch gar nicht für mich so in der Situation, da ich mich mit was anderem beschäftigen möchte, sondern ich möchte auch erstmal noch diese Eindrücke auf mich wirken lassen, die verarbeiten. Ich habe jetzt insgesamt irgendwie so 15 Leute angerufen und niemand hat die Frage 3 durch 0 richtig beantwortet. Ihr seid also einfach alle doof! Ich kann Ihnen sagen, als ich die Aufgabe vor 8 Wochen übernommen habe, war mir schon bewusst, dass dieser Tag heute kommen kann. Das war bei mir damals das Einzige, was so richtig im Abi hängen geblieben ist, dass man nicht durch Null teilen kann, dass das nicht Null ist. Rechnen müssen, ja. Und da wird sicherlich das eine oder andere auch nochmal an kritischen Worten fallen müssen zu dem einen oder anderen. Gut, dann sehe ich keine Handzeichen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz. Dankeschön.